Willkommen, liebe Freunde, zur Herbst-Neuheiten-Vorstellung von ESO. An meiner Seite sitzt Jörg Lindner und ich hoffe, er wird uns jetzt nicht mehr länger auf die Folter spannen, denn er war ja schon sehr geheimnisvoll, als ich ihn besucht habe in Ulm. Ja, lieber Jörg, was gibt es Neues? Hallo, lieber Frank. Schön, dass du es aus Berlin bis nach Leipzig geschafft hast. War ja nicht so weit. Das stimmt allerdings. Auch wir haben es letztendlich geschafft. Und ich habe dir ja versprochen, dass wir nach Leipzig, was ja immerhin die erste Messe dieser Saison ist, nicht ohne Neuheiten kommen werden. So, ohne Neuheiten, nicht ohne Neuheiten kommen werden. Jetzt spann uns nicht länger auf die Folter, lieber Jürgen. Mit was fangen wir an? Also wir haben uns wieder was ganz Tolles ausgedacht. Und zwar geht es um unseren Dauerklassiker, die Baureihe 218. Mhm. Da gibt es jetzt ab sofort 4 neue Varianten. Für alle sozusagen Epochen und Farbgebungen ist da was dabei und auch alles Formvarianten. Und da fangen wir am besten mit der 218 an, die eigentlich ja von der Lackierung her ganz neu bei euch ist, die Ozeanblau-Beige. Das ist richtig. Wir können mit der auch anfangen. Ich habe die mal mitgebracht. Bevor wir die Kamera zeigen, liebe Freunde, haben wir noch einen kleinen Filmeinspieler in der Zwischenzeit vorbereitet. Der ist insofern interessant, weil eine 218 Ozean Blau Beige eine altrote schleppt. Das heißt also, wie soll ich sagen, ja, sieht aus wie Farbwechsel, Variantenwechsel. So, Sie sehen also, Sie sind im Bild vorbeigefahren, die beiden Lokomotiven. Ja, und jetzt, Jürgen, jetzt darfst du die Lok endlich auch reiten. Also die Baureihe 218 in Ozean Blau Beige gab es bei uns ESO noch nicht in dieser Farbgebung. Das ist die erste 218 in Ozeanblau Beige. Wir hatten bisher nur eine 215. Das Besondere an dieser 218, die wir uns ausgesucht haben, ist, dass es eine aus der dritten Bauserie ist, also mit einer 300er Nummer. Mhm. Was bedeutet, dass sie eben schon die modernen Mackie-Drehgestelle gekriegt hat, aber noch den alten Lüfter drauf hat. Das ist also so eine Zwischenvariante. Ein Splitter sozusagen. Ja, genau. Die 218 wurden ja ständig umgebaut und modernisiert in ihrer über 40-jährigen Laufzeit. Und ich finde, dieses ozeanblau-beige Farbkleid steht der Lok hervorragend. Ja. Und jetzt, liebe Freunde, zeigen wir Ihnen noch ein paar kleine Filmeinspieler von dieser Lok im Einsatz. Und das haben wir bei der Modell-Bundesbahn gedreht. Also auch viele Grüße dahin und vielen Dank nochmal, dass wir diese Lok bei euch aufs Gleis setzen durften. Also hier noch ein paar kleine Filmeinspieler zu dieser Lok, wie es auf der Anlage aussieht. Also eigentlich möchte ich sie alle haben. Das solltest du auch tun. Wir haben natürlich tatsächlich Fensterbaureihe 218, die wirklich alle verschiedenen Varianten auch sammeln, ja, und sich extrem gut mit dem Vorbild und deren Unterschiede auch auskennen. Ja. So, dann haben wir natürlich noch eine. Ach, übrigens, das ist die Artikelnummer 31011, wenn mich nicht alles täuscht. Korrekt. Unter dieser Artikelnummer ist auch diese Lok dann bestellbar. Und was das Schönste daran ist? Auch sofort lieferbar, wenn Sie das sehen. Das haben wir jetzt nicht abgesprochen, aber er hat es gesagt. Also, die Loks sind sofort lieferbar. Das war ja auch immer auch ein Thema bei Ihnen, liebe Freunde. Und ich weiß auch beim letzten Mal, als wir die Baureihe 78 vorgestellt haben, zu der kommen wir dann nochmal, als wir die Baureihe 78 vorgestellt haben, hat ein User bei uns auf dem Kanal geschrieben, das Tolle ist, ihr habt die Lok vorgestellt und die ist auch sofort zu haben. Und das wollen wir auch beibehalten. Das ist unser Ziel, ja. Das ist unser Ziel. So, dann haben wir natürlich noch die Lok im Blick, die an der Ozeanblau-Beige gerade bei unserem Filmeinspieler dranhing. Das ist die Artikelnummer 31010, eine altrote in der Epoche 4. Hat aber eine andere Loknummer bekommen. Natürlich. Also auch diese Lok, die 31010, eine altrote 218, haben wir dieses Mal aus der dritten Bauserie ausgesucht. Wir hatten bisher schon eine aus der ersten und zweiten Serie. Auch natürlich charakteristisch wieder mit diesem Mackie-Drehgestell, aber auch noch die alte Lüfter, sozusagen mit den Längsrippen. Also auch im Prinzip eine Formvariante, die es so noch nicht gab bei ESO. So noch nicht gab. Ja. In dem Zusammenhang möchte ich Ihnen noch sagen, liebe Freunde, also ich verzichte heute mal bewusst auf die technischen Features, die kennen wir alle, denn ich denke, der Lok fehlt nichts. Nein, natürlich haben auch die neuen 218er das gesamte ESO-Technikpaket. Ja. Ja.
So, dann haben wir natürlich, oder besser gesagt, ich beginne jetzt wiederum mit einem Filmeinspieler. Da möchte ich auch mich ganz herzlich bei Ingo Neubert bedanken, der uns diesen Filmeinspieler zur Verfügung gestellt hat. Und zwar die Verkehrsrote in Epoche 6. So, und wir sehen sie gerade vorbeirauschen bei uns mit super passenden N-Wagen. Na, das ist doch mal was. So, und die hast du natürlich auch. Ja, genau. Wir haben unter der Artikelnummer 31012 wieder eine Verkehrsrote 218. Im Prinzip so, wie man sie auch jeden Tag noch zumindest in Ulm sehen kann. Es wird zwar selten, aber die Loks sind immer noch im Einsatz. Ja. Hier haben wir eine aus der vierten Bauserie gewählt. Das ist also das Allerneueste, was man da in den 70er Jahren ausgeliefert hat. Also ebenfalls mit den Mackie-Drehgestellen, aber jetzt, zum Unterschied zu den anderen, sieht man vielleicht, dass hier ein runder Feuchtlüfter verbaut wurde. Das heißt, die Loks wurden auch hier auf den modernsten Stand gebracht, innerhalb des Baus. Und den haben wir natürlich auch nachgebildet, genauso wie auch der Motor damals eine Überarbeitung erfahren hat und sozusagen den neuesten Abgasnormen angepasst wurde. Und diesen Unterschied hört man auch sehr deutlich. Das heißt, diese Lok hat auch einen komplett anderen Klang als die anderen 218er. Also das ist das, was ich glaube ich vor 3 Wochen schon vom Jochen gehört habe, dass also auch bei den KG 230 zum Beispiel mit unterschiedlichen Sounds gearbeitet wird. Also bei der Verkehrsroten, die klingt tatsächlich anders als die anderen. Genau, weil die eben eine neuere Ausbaustufe hat. Das ist das sogenannte TB11 Blau. Also Blau hat nichts mit der Farbe zu tun. Das habe ich auch schon verschiedentlich im Internet gelesen. Im Prinzip ist das die Ausbaustufe des Motors von MTU. Und jetzt, liebe Freunde, kommen wir zu einer, ja, sage ich mal sagen, Kuriosität. Ich weiß nicht, wie ich es Ihnen sagen soll. Also ich fange mal von vorn an. Jürgen Lindner hat eine Lok aufgelegt, die Original-Lok. Es war eine Epoche 6 Lok mit der Loknummer 218405-9, die gibt es gar nicht mehr. Und die war mal verkehrsrot. Und Jürgen Lindner hat sich hinreißen lassen, diese Lok in einer extravaganten Lackierung oder mit einer extravaganten Lackierung zu versehen und hat praktisch diese Lok wieder dazu verholfen, dass sie wieder lebt. Ja, kann man so sagen. Kann man so sagen. Ja, das ist eine Lok mit der, auch eine 218, mit der Bewegt-Lackierung. Jetzt werden Sie sagen, die gibt es nicht. Stimmt, das ist tatsächlich so. Diese Lok fährt eigentlich in der Lackierung überhaupt nicht rum. Das stimmt, leider, muss man dazu sagen, wenn Sie es angucken. Es ist ja eine Anregung, vielleicht lässt sich ja die Deutsche Bahn dazu hinreißen. Wir werden sehen. Für die Leute, die also diese Bewegt-Lackierung nicht kennen, der Jürgen hält jetzt die Lok freundlicherweise mal ins Bild. Es ist die Mobilitätsmarke des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg für den öffentlichen Personenverkehr und wurde am 19. Oktober 2017 als Nachfolger der Marke Drei Löwen Takt eingeführt. Das solltest du ja auch noch kennen. Das hast du wunderschön zusammengefasst und recherchiert. Ja, und nun muss ich Ihnen was ganz Verrücktes noch sagen, um das zu untermauern. Zu dieser Bewegtflotte, ja, die Jürgen hier in der Hand hält, die Lok gibt es nicht, denken Sie die einfach weg, gehören natürlich verschiedene Baureihen. So, und die kann man in Baden-Württemberg und auch in Neu-Ulm hin und wieder sehen. Das sind Lokomotiven bzw. Triebzüge vom Typ Flirt, des Herstellers Stadler Rail. Dann der Talent von Bombardier tragen diese Bewegt-Lackierung. Dann Coradia Continental und Coradia Lind 54 von Alstom. Die Baureihe Mireo und Desiro HC von Siemens Mobility, weil Gott mal was rauskriegen. Und jetzt auch die 218 von ESO. Ja, man muss dazu sagen, diese Lackierung haben wir uns nicht selber ausgedacht. Die folgt im Prinzip diesem Beschriftungsschema. Ja. Und haben das natürlich auch mit diesen Verantwortlichen abgesprochen. Das heißt, wenn es eine 218 jemals in Bewegtfarben geben würde, dann würde sie so aussehen wie diese hier. Okay. Warum haben wir das Ganze gemacht? Aus mehreren Gründen. Erstens mal ist die Lok tatsächlich in der Planung gewesen, so umzulackieren. Mhm. Allerdings weiß momentan niemand, wie der Sachstand zu diesem Thema ist. Ja.
Zweitens als quasi fast neue baden-württembergische Firma im Grenzland zwischen Baden-Württemberg und Bayern, ja, wollten wir tatsächlich etwas auch mit einem lokalen Bezug machen. Mhm. Und drittens finden wir eigentlich die Lackierung wunderschön. Ja. Und das Schöne ist, es gibt ja auch Wagen dazu, habe ich schon gesehen. Genau, wir haben auch die Silberlinge, die N-Wagen in Bewegtlackierung aufgelegt. Die waren ein großer Erfolg insofern, als dass sie sehr schnell ausverkauft waren. Aber vor die Frage wieder kommt, wir werden die wieder auflegen. Klar, wenn wir jetzt auch noch eine passende Lok dazu haben. Und diese Bewegt 218 werden wir auch in einer sehr limitierten Auflage eben zur Verfügung stellen können. Das war das Wort zum Sonntag. Es gibt eine außergewöhnliche, momentan nicht existente Lok auf DB-Gleisen. Aber Jürgen Lindner von ESO hat sie und natürlich auch die passenden Wagen dazu. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das ein Renner wird. Wir hoffen es. Also uns gefällt es gut. Und nicht nur euch, sondern auch mir. Ja, dann geht es weiter, liebe Freunde, im Neuheiten. Ja, ran für dieses Jahr. Man muss ja auch wirklich sagen, du hattest es ja vorhin angesprochen, es ist die erste Messe in Deutschland, die überhaupt stattfindet. Ja, wir haben alle bedauert, dass Dortmund weggefallen ist. Ja. Ja, und wollen wir aber hoffen, dass wenigstens Friedrichshagen noch folgt. Aber heute sind wir in Leipzig und freuen uns, dass wir hier sind. Ja, die nächste Neuheit ist eine CFL-Cargo-Maschine. Genau, das ist eine G1000. Die G1000 hatten wir ja sozusagen letztes Jahr schon angekündigt. Ja. Und wir haben jetzt in der zweiten Produktionsrun eben auch eine Variante der CFL Cargo für unsere Kunden in Luxemburg und Belgien eben auf den Markt gebracht. Ja. Weil auch wir natürlich dort sehr viele Freunde und Fans haben, versuchen wir natürlich immer unterschiedliche Bahnbetriebswerke bzw. Vorbilder abzubilden, damit wir quasi jedem etwas anbieten können. So, unter Artikel Nummer 31308 ist diese Farbvariante der CFL Cargo erhältlich. Und für alle, die es noch nicht so richtig wissen, es ist eine schwere Rangierlokomotive und auch für den leichten Streckendienst geeignet. Also durchaus auch was für eine ganz normale Anlage, die jeder zu Hause hat. Ist eine Epoche 6 Maschine, die wird auch grenzüberschreitend eingesetzt und sie läuft in Deutschland, Italien und Luxemburg. So. Das hast du wunderschön zusammengefasst. Ja. Das waren auch schon unsere Lokneuheiten für Leipzig. Ja. Immerhin, ich denke, 5 Loks, die alle gleich lieferbar sind, sind nicht gerade unbedingt von schlechten Eltern. Das denke ich, das ist sehr gut. Wir versuchen uns ja wirklich ständig was Neues auszudenken, damit es den Modellbahnern nicht langweilig wird und das ganze Thema auch ein bisschen spannend. Also ich denke, das Thema 218 ist mit Sicherheit noch lange nicht ausgelutscht. Denn ich könnte mir auch vorstellen, es gibt ja zig Bedruckungen von diesem oder Farbvarianten von diesen Maschinen draußen im reellen Leben. Wenn ich mir denke, die Press fährt mit Blau und dann gibt es die Potsdamer, die PEG heißen die, glaube ich. Wir haben auch blaue Maschinen, bloß ein anderes Dach. Es gibt also wunderbar farbige Lokomotiven, aber jetzt habe ich, wenn ich schon über farbige Lokomotiven spreche, einen Wunsch, einen Farblackierungswunsch. Denn ich habe ja mal gehört, man kann den Chefs ja mal sowas sagen. Es gibt alle möglichen 218er, die hier in allen möglichen Farbvarianten fahren. Aber eine ganz bestimmte Lok in der Baureihe fehlt mir noch. Der Sonderzug nach Pankow. War klar, dass der von dir kommen muss. Und Frank kann es sich auch nicht nehmen lassen, immer wenn wir über Neuheiten sprechen, noch zu fragen, und was gibt es denn noch? Ja, was gibt's denn noch? Ja, lass dich überraschen, Frank. Natürlich werden wir uns vieles noch überlegen. Und ja. Die Geschichte der 218 ist Gott sei Dank noch nicht auserzählt, genauso wie die der G1000. Ja. Und auch uns wird es nicht langweilig werden. Gut. Und damit es Ihnen jetzt nicht langweilig wird, kommen wir gleich zu den nächsten Herbstneuheiten, sage ich mal ganz einfach so. Es gibt eine Nachauflage der Containerwagen SDGG-MRS. Ja, ein wunderschöner Name. Wir sagen immer Taschenwagen dazu. Aber für die Leute, ich habe mich also wirklich mal hingesetzt und mir die Mühe gemacht, weil ich finde das immer unglaublich, mit wie vielen Kürzeln und Buchstaben da gearbeitet wird, um irgendeine Wagengattung zu kreieren oder festzulegen oder zu umzeichnen. Ihnen kann jetzt geholfen werden. Das S, der erste Buchstabe, steht für Flachwagen mit Drehgestellen in Sonderbauart. Das D
Klein D dann weitergeschrieben, für Transport von Straßenfahrzeugen auf einer Ebene, weil diese Taschenwagen sind ja auch geeignet für die Sattelauflieger, also nicht nur für die, ja, also D für Transport von Straßenfahrzeugen auf einer Ebene. Das GG, man könnte sagen, man lacht ein bisschen, heißt aber GG heißt auch nicht Groß-Gerau, sondern das GG steht für Container bis 80 Fuß. Das heißt also, es können die ganz lang drauf gefahren werden. Jürgen staunt gerade. Ja, ja. Noch nie 80 Fuß, aber sowas soll es geben. Das M steht nicht für Meter, doch im gewissen Sinne schon, sondern das M kennzeichnet die Ladelänge der Gelenkwagen. Und die sind in dem Falle größer als 22 Meter. Ja, ist ja ein Gelenkwagen. Das R, wir hatten es gerade gesagt, steht für Gelenkwagen. Und der letzte Buchstabe S heißt zugelassen bis 100 km/h. Eigentlich können die leer 120 fahren, aber man geht von der Beladung, von der beladeten Sache aus. Also diese Fahrzeuge können bis 100 km/h gefahren werden. Und ja, bezeichnet werden sie Gelenkwagen als Twin 1. Ja, wie gesagt, viel, viel theoretisches Fachwissen um diese Waggons. Ja. Letztendlich sind sie halt uns sehr ans Herz gewachsen, weil wir hatten die schon einige Male aufgelegt mit unterschiedlichsten Containern. Ja. Mittlerweile haben wir wirklich einen richtigen bunten Zoo an Containerwagen und wir stellten halt fest, dass immer Leute gerne Ganzzüge nachstellen mit Containern und somit natürlich verschiedenste Arten brauchen, damit das irgendwie nicht langweilig wird im Zug. Bevor ich Ihnen aber jetzt die einzelnen unterschiedlichen neuen Container, sind ja neue Container, sind ja nicht die alten, sagen wir noch mal was zu den Wagen. Die sind also weitgehend in Metallbauweise, das heißt also der Rahmen ist aus Metall, Zinkrokus. Aus Metall, und die Anbauteile sind aus Kunststoff. Korrekt. So, und die Drehgestelle glaube ich auch, oder? Die Drehgestelle sind auch aus Kunststoff. Also, das versteht man also unter weitgehend Metallbauweise. Dieser Typ ist mit diesen klotzgebremsten Y25 Drehgestellen ausgerüstet, hat eine Bügelkupplung, in Kulissen geführten NDM-Schacht, kann man aber auch mit Kurzkupplung dann entsprechend versehen. Kannst du hinbauen, was du willst, ja. Also ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass man diesen Wagen mit der KG 230 gut rangieren kann. Auch das funktioniert hervorragend, ja. So, dann haben wir noch, wie gesagt, die zahlreich angesetzten Teile. Es ist eine umfangreiche mehrfache Bedruckung an diesem Wagen, das muss man wirklich sagen. Das hat mich beim ersten Mal schon beeindruckt. Und ich glaube auch irgendwo gelesen zu haben, alle Achtung, diese Wagen sind absolut spitze. Heben sich wohltuend von dem Mitbewerber ab. Also wir haben uns natürlich sehr viel Mühe gegeben, gerade mit der Bedruckung. Und weil du sagst, weitgehend aus Metall, im Prinzip das Chassis, also der ist eigentlich das Wichtige, weil das das Gewicht bringt. Dadurch liegen die Wagen natürlich auch satt auf der Schiene und können auch entsprechend im Zugverbund sauber gefahren werden. Genau. Das war uns halt wichtig. Genau. So, was haben wir noch? Der Verband dieser Doppeltaschentragwagen ist 391 mm lang, also schon ganz ordentlich mit 39 cm. Und für die AC-Fahrer haben wir natürlich auch noch einen kleinen Hinweis. Passende AC-Radsätze hat ESO natürlich auch für Sie parat unter Artikel Nummer 41201. Können Sie gleich mitbestellen und die Wagen außerdem und dann passt das wieder. Genau. So, jetzt kommen wir zu den Containern. Ja, wir haben natürlich letztendlich unterschiedlichste Container da drauf gesetzt. Ja. Wir haben jetzt 5 neue Varianten, die im Prinzip einmal eine Kombination aus 20 und 20 Fuß sind. Mhm. Ich persönlich finde es auch sehr schön, wenn die Wagen nicht komplett vom Container abgedeckt sind, sondern dass man auch noch ein bisschen was von den Details sieht, was dann relativ gut zur Geltung kommt mit 20 Fuß Containern. Mhm. Und wir haben natürlich auch eine Kombination aus 20 und 40 Fuß. Stellvertretend habe ich jetzt mal zwei hier mitgebracht. Ja. So, du kriegst jetzt mal den mit 2x20 Fuß. 2x20 Fuß, ich werde den mal hier. So, und der Jürgen hat, ich kann ihn ja auch mal hier so reinhalten. Und ich halte den anderen. Also im Endeffekt ist es tatsächlich so, wenn man mal einen Containerzug gesehen hat, die sind halt leider Gottes nie komplett voll, beziehungsweise haben schon ein paar Container abgeladen. Ja. Und so ist eben jetzt auch hier so, dass im Prinzip ein 20er und ein 40er drauf sind oder zwei 20er. Mhm.
Also das, das finde ich, lockert die ganze Zugverband. Oder man hat eben Sattelauflieger parat stehen irgendwo, die können ja auch kombiniert beladen werden, genau, mit Container und oder mit... Ich würde gerne mal, lieber Jürgen, einen Container mal runternehmen. Ich würde das mal beiseite. Wir haben ein paar Helfer hier. Danke. So, wir halten den mal jetzt hier in die Kamera. Ich muss das ein Stück zurücknehmen. Ich kann es wirklich tun. Ja, also hervorragend bedruckt. Das hoffe ich, ja. Hervorragend bedruckt. Ist, und vor allen Dingen die Türen hinten lassen sich wieder, kann man wieder öffnen. Und nicht nur das, liebe Freunde, sondern wenn man reinguckt, ist auch innen detailliert. Ja, also man hat auch innen die Container so dargestellt, wie sie sind. Also nicht bloß glatte Wände und nur außen die Rippen, sondern die sind innen genauso. Und die Verschlüsse und so weiter, alles was hinten dran ist, das ist separat angesetzt. Ja, genau. Also wir haben uns auch schon Mühe gegeben mit diesen Containern, dass die nicht nur irgendein Klotz sind, den man auf so einen Wagen draufsetzt, mhm, sondern auch den Container sozusagen als Modell nachgebildet. Mhm. Ich würde sagen, vom Aufwand her so wirklich hart an der Grenze dessen, was man vielleicht noch, ich sage jetzt mal, finanziell und wirtschaftlich darstellen kann. Also das gesamte Paket aus diesem Wagen und diesen Containern, denke ich, hat ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und man kann halt wunderbar jetzt Ganzzüge bauen mit unterschiedlichsten Containern. Oder schon bestehende Containerwagen, die man in der ersten Serie schon gekauft hat, ergänzen und vervollständigen mit neuen. Genau. Es gibt, manchmal gab es immer so eine Frage, gibt es die Container auch extra? Wir verkaufen die nicht einzeln, weil wir da mit einem Partner zusammenarbeiten. Also das sind nicht unsere Container, ja, sondern zugekaufte. Ja. Allerdings haben die Wagen natürlich NEM-konforme Aufnahmen und wir liefern auch noch diese extra Steckteile mit, damit man auch zusätzliche Container eben noch aufbringen kann. Wenn man zum Beispiel sagt, was gefällt mir nicht, dass die Hälfte von dem Containerwagen noch leer ist, dann kann man natürlich im Zubehörhandel von darauf spezialisierten Firmen noch weitere Container erwerben. Okay, so, hier schon mal rasch die Artikelnummern. Zwischen 36551 bis 36555 sind diese Wagen bestellbar. Können Sie bei uns auf den Seiten sich angucken, liebe Freunde, welche Container zu welcher Artikelnummer stehen und passen. Kann man sich dann aussuchen und dann auch entsprechend kaufen. Und aus Erfahrung des letzten Jahres, war es letztes Jahr oder war es schon etwas länger her? Wir hatten letztes Jahr einen Run und auch vorletztes Jahr schon. Genau. Also die Containerwagen gehen jetzt im dritten Jahr. Sehr schnell weg. Ich habe manchmal am Telefon manchen Kunden sitzen, der dann ganz verwundert sich die Augen reibt und sagt, ja, früher aufstehen. Es tut mir leid, aber die Wagen sind jetzt oder die Lok ist jetzt gerade nicht zu haben. Tja, lieber Jürgen, mit Lok habe ich mir ja gerade so ein richtiges Stichwort wiedergegeben. Fällt mir ja gerade was ein. Lok. Die Baureihe 78, ich freue mich auch sehr über die vielen positiven Feedbacks, liebe Freunde, zu unserem Einführungsfilm zur Baureihe 78, wo ich so einen ollen Krauter der 60er Jahre gespielt habe. Eieieiei. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Hat mir aber viel Spaß gemacht, muss ich trotzdem sagen. Und ja, die war ja eigentlich der Renner. Also sie wurde, um es mal vorsichtig auszudrücken, sehr gut angenommen von den Modellbahnern, was uns sehr erstaunt hatte. Erstens mal ist sie ja doch eine relativ hohe Preiskategorie, auch wenn das Preis-Leistungs-Verhältnis natürlich meines Erachtens weit besser ist als bei allen anderen 78ern, die es hier so gibt. Nichtsdestotrotz. Das sollte man so sehen. Natürlich ist es absolut gesehen eine hohe Zahl und wir waren ja jetzt auch nicht gerade die Ersten, die mit einer neuen 78 um die Ecke kamen, was ich ja im Video schon erwähnt hatte, dass wir da relativ lange brauchten. Lange Rede, kurzer Unsinn, sie waren relativ schnell werkseitig ausverkauft. Die Loks sind jetzt im Moment gerade in der Nachproduktion. Wir haben natürlich ganz schnell reagiert und im Werk ein bisschen umgestellt, die Produktionsplanung, sodass wir relativ zügig neue 78er kriegen werden oder weitere 78er. Das war jetzt gemein, jetzt hat er mir die Frage weggenommen. Das war klar, dass die kommen wird. Dürfen wir auch schon verraten oder willst du schon verraten, was kommt? Also es kommen die gleichen Loks wieder erstmal. Wir haben ja wirklich sehr, sehr viele Modellbahner, die jetzt dann freudestrahlend beim Händler bestellt haben, um zu erfahren, dass die schon wieder weg sind, was natürlich auch zu einer gewissen Frustration geführt hat.
Und natürlich wollen wir die Leute nicht zu lange warten lassen. Das bedeutet, alle vier Artikelnummern, die wir für die Baureihe 78 angekündigt hatten, werden exakt so wieder nachproduziert und kommen auch bald wieder. Okay, also dürfen wir uns auf nächstes Frühjahr vielleicht zu Dortmund schon drüber freuen, dass die Loks da sind? Oder? Also die Produktionsplanung sieht vor, dass sie Ende Februar, Anfang Mitte März fertig sein sollen. Allerdings muss man halt mittlerweile 8 Wochen Seeweg rechnen. Es wäre schön, wenn sie zu Dortmund, wenn es denn stattfindet, bös gesprochen, also wenn es Mitte April verfügbar wären. Ja. Ich kann es im Moment noch nicht verlässlich sagen. Okay. Was ich sagen kann, ist, dass es relativ zügig gehen kann, weil wir an der Lok eben nichts ändern müssen. Wir produzieren sie einfach nur noch mal nach. Gut. Und mit den anderen elektronischen Bauteilen, wie sieht es da aus auf dem Markt? Kommst du klar damit? Kannst du auch den Leuten sagen, dass es also Decoder weiterhin geben wird in ausreichender Zahl? Denn die Edeldecoder sind ja sehr gefragt, ne? Also Decoder sind, glaube ich, generell sehr gefragt, gerade auch jetzt, weil das Hobby ja sehr geboomt hat in den Corona-Zeiten. Wir sind, was die Chipkrise angeht, nicht über den Berg grundsätzlich. Ja. Also teilweise hat es sich deutlich verbessert, teilweise bleibt es schwierig. Ja. Bei uns, muss ich sagen, hat es sich jetzt verbessert. Unser Teil der Tränen wurde letztendlich letztes Jahr im Mai, Juni, Juli. Da waren wir auf dem Tiefpunkt, wo wir keine Chips hatten. Andere trifft es jetzt ein bisschen später, wo ich auch wirklich gut nachvollziehen kann, wie schlimm das für eine Firma ist. Wir produzieren laufend Decoder in recht großen Mengen, haben aber doch jetzt durchaus große Rückstände aufgesammelt im letzten Jahr. Und unser Werk in Tschechien kann natürlich auch nicht so schnell die Rückstände abarbeiten, weil die haben ja natürlich auch das normale Produktionspensum. Ich hoffe, dass wir alles, was sich an Rückständen gebildet hat, bis Ende dieses Jahres aufgeholt haben werden. Es sieht im Moment bauteileseitig für uns nicht schlecht aus. Aber wie gesagt, es kann natürlich ständig irgendwas noch dazwischen kommen. Aber wir bleiben natürlich am Ball. Mit diesen Worten der freudigen Hoffnung oder in guter Hoffnung möchte ich mein Gespräch heute hier und jetzt bei ESO beenden. Lieber Joring, ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, uns die Neuheiten sozusagen zu präsentieren. Waren ja sowieso alle gespannt und ich sowieso, weil er ja so gemein war und in Ulm gesagt hat, nee, da musst du nach Leipzig kommen. Tut mir leid, aber ich glaube, es hat sich gelohnt und es ist ja immer eine Reise. Denke ich mal, Leipzig ist immer eine Reise wert. In dem Sinne, liebe Freunde, bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihr Interesse und freue mich bis zum nächsten Mal. Ihr Jürgen Lindner. Frank Buttig. Tschüss. Ciao.